Sie begrüßen zur Pressekonferenz. 31. Spieltag, Ratio Ulm gewinnt mit 92:74 gegen Medi Bayreuth. Mein Koch, Head Coach aus Bayreuth, wird der erste Einsatz für das Spiel. Zuallererst Glückwunsch an Thorsten und Ratio Ulm zum verdienten Sieg heute. Ganz einfach zu analysieren, das Spiel heute. Meine Mannschaft hat die Spannung, die wir die letzten Spiele sehr hoch halten konnten, nicht gefunden. Wir waren heute platt und leer von Anfang an. Die einzige Energie, die wir aufs Spielfeld bringen konnten, waren in den letzten 15 Minuten eigentlich die zweite Fünf sozusagen, die Bankspieler, die nochmal Energie aufs Feld gebracht haben. Die Starting Five hat heute keinen Rhythmus gefunden im Angriff zu Anfang und hat dann auch das Verteidigen verweigert. Und dadurch haben wir einen hohen Rückstand, schon sehr frühzeitig mussten wir dem hinterherlaufen. Und dafür haben wir eigentlich nicht die Mittel. Die Tiefe des Kaders ist da nicht stark genug, um in Ulm gegen so eine starke Mannschaft dann noch das Spiel zu drehen. Deswegen haben wir heute auch keine Chance gehabt. Dankeschön. Dankeschön. Thorsten, du hast heute auch nach dem Ausfall von Kevin Norm auf einen weiteren Spieler verzichten müssen. Habt das Spiel, glaube ich, als Mannschaft, der Ausfall als Mannschaft sehr gut kompensiert. Deine Sicht der Dinge. Ja, erstmal danke an Mike für die Glückwünsche. Insgesamt fand ich, war das eine recht solide Vorstellung. Wir haben uns im Rebound verbessert gezeigt. Wir haben phasenweise richtig gut verteidigt, was man auch an den Ballverlusten ablesen kann. 17 Ballverluste, die wir beim Gegner teilweise auch wirklich provoziert haben. Das ist ganz anständig offensiv. Mit 26 Assists haben wir auch den Ball gut bewegt. Wir haben die offensive Last auf vielen Schultern verteilen können. Uns ist mit Sicherheit, es ist für uns mit Sicherheit ein Vorteil gewesen, dass der Denker und Lenker des Bayreuther-Spiels, Kevin Hamilton, heute gefehlt hat. Auf der anderen Seite, wir mussten auch den einen oder anderen Ausfall kompensieren. Das ist uns gut gelungen. Das ist uns als Mannschaft gelungen. Ich bin froh, dass wir gegen die Zonenverteidigung trotzdem ordentliche Würfe uns erarbeitet haben. Heute waren wir von der Drei-Punkte-Linie nicht ganz so stark, wie wir das eigentlich sein könnten. Aber wir haben uns gute Würfe erarbeitet. Es waren wenig gezwungene Würfe. Und wenn man das jetzt mit dem Braunschweig-Spiel vergleicht, wo wir auch viel gegen Zone agieren mussten, war das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin sehr froh, dass wir heute gewonnen haben. Wir hatten großen Respekt vor Bayreuth. Dass wir mit der richtigen Einstellung in die Partie gestartet sind, hat uns sicherlich geholfen, und dass wir frühzeitig auch einen relativ hohen Vorsprung herausarbeiten konnten. Dankeschön. Bei den Fragen bitte an das Mikrofon denken. Wenn es denn welche gibt. Wenn nicht, sage ich vielen Dank. Ja, doch schon noch. Herr Leibniz. Sehen Sie jetzt die Chancen noch eventuell auf Platz 5 vorzurücken? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir in Ludwigsburg verloren haben, habe ich mich mit dieser Thematik gar nicht mehr auseinandergesetzt, sondern habe nur darauf geschaut, dass wir die Playoffs erreichen. Sollte es so kommen, dass Bonn gegen den MBC gewinnt, momentan führen sie, dann hat mir gerade unser Manager gesagt, wären wir wohl sicher in den Playoffs. Das würde mich sehr freuen, dann kann ich auch wieder gucken, ob wir auch noch nach oben was machen können. Wenn allerdings Bonn gewinnt, wird das auch recht schwer. Quakenbrück hat gestern verloren. Eine Schlüsselpartie wird mit Sicherheit die Begegnung gegen Quakenbrück am nächsten Sonntag. Allerdings müssen wir davor unsere Hausaufgaben machen und auswärts in Hagen gewinnen. Und das wird uns nicht leicht fallen, das weiß ich jetzt schon. Hagen ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Die Spielweise liegt uns jetzt nicht so unbedingt. Wir haben uns letztes Jahr dort schwer getan, haben deutlich verloren. Wir haben im Hinspiel zwar gewonnen, aber auch uns wirklich schwer getan. Also momentan gilt es, Hagen zu besiegen, und dann können wir diese Frage noch mal ein bisschen genauer auseinandernehmen und schauen, ob da wirklich noch was geht. Noch eine Frage an den Michael Koch. Sie müssen ja jetzt in Ihrer Situation nicht unbedingt in Ulm gewinnen. Wie beurteilen Sie denn jetzt die Situation für Ihre Mannschaft in der Abstiegszone? Natürlich haben wir uns in den letzten Wochen durch diese kleine Siegesserie einen guten Platz erarbeitet, der aber auch noch nicht 100% sicher ist. Die Ergebnisse vom heutigen Spieltag sehen, glaube ich, so aus, dass Tübingen in Bremerhaven das Spiel wohl gewinnen wird, während Würzburg verliert. Das heißt, auch für uns ist da noch alles möglich.
Aber wir sind in der Position, dass wir aus eigener Hand die Liga erhalten können. Wir brauchen ein Spiel, einen Sieg aus den letzten beiden Spielen. Das heißt, wir spielen zu Hause gegen Trier und in Würzburg. Wenn wir eines dieser beiden Spiele gewinnen, sind wir automatisch in der Liga. Es gibt noch andere Konstellationen. Aber genau darauf haben wir hingearbeitet, dass wir am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag schon nicht uns auf andere Mannschaften verlassen müssen. Denn das ist sehr schwierig. Viele Mannschaften im Mittelfeld, die haben weder den Druck, nach oben noch zu kommen oder nach unten abzurutschen. Das heißt, da sind mal ein paar Mannschaften dabei, die vielleicht nicht mehr mit der letzten Energie spielen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir es in der eigenen Hand haben. Ein Sieg reicht uns noch und dann haben wir die Liga erhalten. Und aus den letzten zwei Siegen, denke ich, ist das auch durchaus machbar. Herr Koch, eine Frage. Wie wichtig war das Spiel für Chambers zum Beispiel, dass er viel spielen durfte heute? Für ihn, glaube ich, ein riesen Bonus, eine riesen Erfahrung. Er ist ein junger Spieler, der die ganze Saison bei uns trainiert. Natürlich aufgrund der heiklen Tabellensituation, die wir die ganze Saison über waren, da nicht sehr viel Spielzeit bekommen konnte, denn als Trainer musst du auf die Spieler bauen, die dir das meiste geben können und so weit ist er noch nicht und du musst Spiele gewinnen. Deswegen hat es mich für ihn heute gefreut, dass er so eine lange Einsatzzeit bekommen hat. Er ist jemand, der im Training immer 100% gibt, eine gute Einstellung zeigt und das war für ihn so ein bisschen so ein kleiner Bonus für die ablaufende Saison, für den Einsatz und den Kampfgeist, den er im Training gezeigt hat. Dafür ist er heute ein bisschen belohnt worden und das freut mich für ihn natürlich sehr. Weitere Fragen, die beiden.